Willkommen zu einem neuen Video. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Vielen Dank für eure Geduld. Es ist schön, dass ihr noch da seid und unsere kleine Community in der Zwischenzeit sogar noch ein bisschen gewachsen ist. Ich muss gestehen, dass ich diesen Fall ein wenig unterschätzt habe und ich konnte ihn nicht ganz so schnell aufarbeiten, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich bitte also vielmals um Entschuldigung, dass ihr jetzt doch so lange habt warten müssen, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Star Faithful. Sie ist ebenso spannend und glamourös wie traurig und düster. Star Faithful war eine junge, schöne Frau aus einer reichen und angesehenen Familie. Doch hinter dem guten und schillernden Namen verbargen sich dunkle Geheimnisse. Geheimnisse, die nicht nur ihr Innerstes zerstörten, sondern womöglich auch zu ihrem frühen und schrecklichen Tod führten. Ihre traurige Lebensgeschichte inspirierte 1935 den Schriftsteller John O'Hara zu seiner Novelle Butterfield 8, die 1960 mit der bezaubernden Elizabeth Taylor in der Rolle der Gloria sehr kassenträchtig verfilmt wurde. Ihre Geschichte ist aufwühlend, bedrückend und leidvoll. Und ihr Tod auch nach über 90 Jahren noch immer nicht geklärt. Doch beginnen wir, wie immer, am Anfang. Star Faithful wurde am 27. Januar 1906 in Evanston im US-Bundesstaat Illinois als Mary Ann Star Wyman geboren. Von ihrem Vater Frank Wyman sagt man, dass er ein Taugenichts gewesen sei, der zwar aus einer alten, wohlhabenden Familie in Boston stammte, selbst aber wenig zustande brachte, auch wenn er sich immer wieder, auch als Investmentbanker, darin versuchte. Er soll auch ein Spieler gewesen sein, der oft aufs falsche Pferd setzte. Ihre Mutter, Helen Pierce, entsprang auch einer alten und angesehenen New England-Familie, allerdings dem verarmten Zweig. Denn ihr Vater verlor über die Jahre das Familienvermögen. Dennoch war sie eine prominente Dame der Gesellschaft aus Andover in Massachusetts. Denn sie hatte ja noch den ehrenwerten Namen und etliche reiche Tanten, Onkel und Cousinen. Anders als sie, die mit den Männern in ihrem Leben weniger Glück hatte, weil sie weder Geld verdienen noch behalten konnten, wurde aus ihrem Bruder ein erfolgreicher Geschäftsmann, der es auch ohne Erbe zu eigenem großen Wohlstand brachte und im exklusiven und vornehmen Stadtteil Beacon Hill in Boston allein in einem eleganten Stadthaus mit Angestellten lebte. So viel zur familiären Vorgeschichte. Als die kleine Star ein Jahr alt war, zogen die Wymans 1907 von Illinois in das ruhige Städtchen Montclair in New Jersey, ca. 20 Kilometer vom Hudson River entfernt. Ihr Vater hatte gerade wieder seine Anstellung verloren und er erhoffte sich durch diesen Umzug eine Verbesserung seiner finanziellen Verhältnisse. 4 Jahre später, im Jahre 1911, bekamen die Wymans noch einmal Zuwachs. Die kleine Elizabeth Tucker wurde geboren. Sie wurde von allen nur Tucker genannt. Da war Star 5 Jahre alt. In den rund 10 Jahren, die die Familie Wyman in Montclair in New Jersey lebte, begann sich das Ehepaar wohl schon ein wenig zu entfremden bzw. auseinanderzuleben. Sicherlich trug die Unfähigkeit ihres Ehemannes Frank, angemessen für die kleine Familie zu sorgen, ihren Teil dazu bei. Helen Wyman unternahm viele Reisen in dieser Zeit und machte Besuche bei ihren reichen Verwandten an der Ostküste, zu denen sie ihre beiden Töchter Star und Tucker immer mitnahm. Es waren zwei aufgeweckte, fröhliche Mädchen und die Verwandtschaft von Helen nahm sie nicht nur immer gern auf, sondern gab ihr auch immer zum Abschied Geld und Geschenke. Sicherlich einer der Hauptgründe für die häufigen Besuche, denn damit trug sie nicht unerheblich zum Einkommen ihrer Familie bei. Die Entfernung zwischen Montclair und Boston beträgt rund 370 Kilometer,
was in der heutigen Zeit einer Autofahrt von ca. 3 Stunden und 45 Minuten entspricht. In der damaligen Zeit waren die Reisen aber wesentlich umständlicher und anstrengender, zumal Helen Wyman stets mit Bussen und Bahnen fuhr und einige Male umsteigen musste, um an ihre Ziele zu kommen. Aber diese Reisen lohnten sich, denn ihre Verwandtschaft war immer sehr großzügig. Und Helen betonte immer, wie wichtig ihr die Nähe und die enge Beziehung zu ihrer Familie waren. Als es nach 10 Jahren wirtschaftlich immer noch nicht bergauf ging, zogen Frank und Helen Wyman mit ihren beiden mittlerweile 11- und 6-jährigen Töchtern von New Jersey nach Boston in Massachusetts. Dort lebten die meisten von Helens Verwandten und auch ihr Bruder lebte dort in Beacon Hill. Wir schreiben nun das Jahr 1917. Wir befinden uns in Boston und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Star ist mittlerweile 11 Jahre alt, ein hübsches kleines Mädchen mit rötlich-braunem Haar. Aufgeweckt, fröhlich, aufgeschlossen. Sie gilt als altklug, aber höflich und wohlerzogen. In Boston wohnte auch eine Cousine ihrer Mutter Helen. Sie waren schon früher oft bei ihr zu Besuch und sie verstanden sich sehr gut. Diese Cousine, Martha Robinson Phillips, hatte im Jahr 1910 einen reichen Anwalt und Politiker geheiratet, Andrew James Peters. Andrew James Peters war eine hoch angesehene Persönlichkeit der Bostoner Gesellschaft. Er war in vielen Vorständen und natürlich auch in vielen Männerclubs der Stadt ein gern gesehener Gast. Er war im Repräsentantenhaus von Massachusetts, im Staatssenat und im US-Kongress tätig. Später wurde er stellvertretender Finanzminister unter Präsident Woodrow Wilson und war von 1918 bis 1922 Bürgermeister von Boston. Er war auch ein sehr guter Freund von Franklin D. Roosevelt, der später auch Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte. Hier erkennt man schon, in welchen Kreisen sich diese Geschichte abspielte, und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum dieser Fall nie wirklich geklärt wurde. Nun denn, wie man sieht, war Helens Cousine Martha bei der Wahl ihres Ehemannes äußerst erfolgreich. Auf jeden Fall verstanden sich die beiden Familien sehr gut und Helen war mit ihren Töchtern sehr oft bei Familie Peters zu Gast. Martha und Andrew Peters unterstützten die Wymans auch weiterhin sehr großzügig. Das ging sogar so weit, dass sie ihnen die Ausbildung ihrer Töchter bezahlten. Im Alter von 11 Jahren kam sie auf diese Weise auf eine sehr exklusive Privatschule, die Rogers Hall Academy in Lowell, Massachusetts. Dort tat sie sich besonders in der Leichtathletik und beim Schwimmen hervor und gewann sogar einige Wettkämpfe. Die Dinge schienen sich gut zu entwickeln für die Familie Wyman, aber unter der teuren und feinen Oberfläche beginnt jetzt, zumindest für eine Person, die schlimmste Zeit ihres Lebens. Die Kinder der beiden Familien, Wyman und Peters, spielten viel miteinander. Und Martha und Andrew Peters nahmen die beiden Wyman-Töchter sogar mit, wenn sie im Sommer Urlaub auf North Haven Island in Maine machten, einer schönen, sehr grünen Insel, auf der die Schönen und Reichen gern ihre Freizeit verbringen. Besonders die kleine Star hatte es dem 45-jährigen Andrew Peters angetan. Er entwickelte ein sehr starkes Interesse an dem Mädchen und begann immer mehr Zeit mit ihr allein zu verbringen. Er nahm sie mit auf lange Reisen, Wanderungen, Ausflüge und niemand machte sich irgendwelche Gedanken darüber. Man freute sich, dass Star so viel herumkam und so viel erlebte. Jeder dachte, was für ein netter Onkel, wie sehr er sich engagiert und kümmert. Auf längeren Strecken und Unternehmungen übernachteten sie sogar in Hotels, gemeinsam in einem Zimmer. Niemand schien zu ahnen, dass sein Interesse an dem jungen Mädchen weit über das eines Onkels hinausging. Immer wieder ist von kurzen Nachtfahrten, Hotelzimmeraufenthalten und längeren Autoreisen die Rede. Niemand bemerkte etwas oder wollte etwas bemerken. Selbst dann nicht, als das junge Mädchen sich immer mehr veränderte.
War sie einst aufgeschlossen, kontaktfreudig und fröhlich, zog sie sich immer mehr in sich zurück, wurde mürrisch und depressiv. Ihr Verhalten wurde im Laufe der Jahre immer sonderbarer. Sie fing an, Jungenkleidung zu tragen, ihre Weiblichkeit zu verstecken, die ja gerade erst am Erblühen war, und ging plötzlich nicht mehr baden, obwohl ihr das Schwimmen immer so viel Spaß gemacht hatte. Ja, ihre Teenagerjahre waren genau die Jahre, in denen sich ihre ganze Persönlichkeit komplett veränderte. Aber man schob es wohl genau auf diese Phase und kam scheinbar nicht einmal auf die Idee, hier etwas genauer hinzuschauen. Im Gegenteil, ihre Mutter erkannte darin sogar lediglich eine gewisse Bescheidenheit und Züchtigkeit, in dieser Zeit gern gesehene Tugenden bei einem Mädchen. Staras naive Mutter wollte nichts anderes über den Ehemann ihrer Cousine annehmen, als dass dieser nur die besten Absichten hegte. Der Missbrauch steigerte sich im Lauf der Jahre. Er fing mit unangenehmen Momenten, Berührungen, Blicken an, bis er sie dann regelmäßig vergewaltigte. In der ersten Zeit betäubte er sie mit Äther, sodass sie nichts mitbekam. Bei einer dieser Vergewaltigungen wachte Star aber auf und da lag er auf ihr, stöhnend und sabbernd und in ihr. Später benutzte er keinen Äther mehr. Er füllte sie mit Alkohol, Drogen und Beruhigungsmitteln ab, damit sie sich nicht so wehrte. Es wurde zu einer Selbstverständlichkeit. So selbstverständlich, dass er ihr sogar irgendwann befahl, erotische Lektüre zu lesen, damit sie lerne, entschuldigt bitte den etwas vulgären Ausdruck, wie man es ihm am besten besorgt. Denn letzten Endes war es nichts anderes als genau das. Andrew Peters missbrauchte das Mädchen 7 Jahre lang. Der Missbrauch begann, als sie 11 Jahre alt war und endete wohl erst, als sie 18 war. In einigen Quellen steht sogar, dass es erst aufhörte, als sie 20 war. Als es anfing, war er 1 Jahr lang Bürgermeister von Boston. Im Laufe dieser Jahre griff Star selbst immer häufiger zu Substanzen, die ihr Wahrnehmungsvermögen trüben sollten. Sie betrank sich, nahm Drogen und begann schließlich, sich herumzutreiben. Auch als das geschah, entschieden sich ihre Eltern wegzusehen, es abzutun und darüber zu schweigen. Vielleicht waren ihre Eltern aber auch nur zu sehr mit ihren Eheproblemen beschäftigt, um sich näher mit den Problemen ihrer Tochter auseinanderzusetzen. Leider werden wir das wohl nie erfahren. Als Star 18 Jahre alt war, im Jahre 1924, ließen sich ihre Eltern jedenfalls scheiden. Es heißt, in diesem Jahr habe Star ihrer Mutter Helen das erste Mal von dem sexuellen Missbrauch durch Onkel Andrew Peters berichtet. Es wäre also auch gut möglich, dass die Scheidung ihrer Eltern damit zu tun hatte. Zumindest hätte diese Beichte das Potenzial gehabt, das ohnehin schon brodelnde Fass dieser zerklüfteten und wenig erfüllenden Ehe zum Überlaufen zu bringen. Wie geht man als Mutter mit so einer Neuigkeit um? Hat sie es ihrem Mann erzählt? Wenn ja, wie geht man dann gemeinsam damit um? Waren die Ansichten der Eheleute Wyman über das weitere Vorgehen vielleicht verschieden, unterschiedlich? Ebenso gut könnte die Scheidung ihrer Eltern aber auch schlicht damit zu tun gehabt haben, dass sich ihre Mutter in ihren Nachbarn verguckt hatte. Denn nur 1 Jahr später, 1925, heiratete sie diesen Nachbarn, einen Mann namens Stanley Faithfull. Er war zwar ein Taugenichts und erfolgloser Erfinder, der schon mit einigen Unternehmungen gescheitert war und dem man nachsagte, er sei ein Querulant, der ständig irgendwen verklagte, aber nun ja, wo die Liebe hinfällt. Stanley Faithfull hatte zwar schon seit Jahren keinen Cent mehr verdient, hatte aber dennoch einen gewissen gesellschaftlichen Anspruch. Immerhin war seine verstorbene erste Frau die Gouvernante eines US-Senators. Nach dieser erneuten Heirat ihrer Mutter nahmen die beiden Wyman-Töchter den Nachnamen ihres Stiefvaters an und hießen fortan Faithfull. Auch die Scheidung ihrer Eltern und eine neue Vaterfigur in ihrem Leben dürften an Star nicht spurlos vorübergegangen sein. Ihr richtiger Vater, Frank Wyman, soll danach kaum noch eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Jedenfalls ging es Star Faithfull in dieser Zeit immer schlechter.
Zwei Monate vor ihrem Abschluss brach sie die Privatschule ab. Man sagt, um sich ihrem inneren Schmerz hinzugeben und sich in ein wildes Leben zu stürzen. Das war genau zu der Zeit, als sich ihre Eltern 1924 scheiden ließen. Vielleicht hat sie sie aber auch gar nicht freiwillig abgebrochen, sondern vielleicht wurde einfach nichts mehr bezahlt. 1924 soll ja das Jahr gewesen sein, in dem Star ihrer Mutter erstmals von dem jahrelangen Missbrauch erzählte. Dann die Scheidung und dann das Abgehen vom teuren Internat. Ich frage mich da schon, ob es da nicht irgendeinen Zusammenhang gibt. Der emotional-psychische Zustand von Starface Full verbesserte sich jedoch nicht. Er verschlimmerte sich noch. Ihr Verhalten wurde immer unberechenbarer. Ihre Stimmungen wechselten ständig. Mal war sie fröhlich, zugänglich und gut gelaunt, dann wieder depressiv, launisch und aggressiv. Mal war sie nächtelang verschwunden, dann schloss sie sich wieder tagelang in ihrem Zimmer ein. Helen und Stanley waren dann doch irgendwann so beunruhigt und wohl auch überfordert mit der Situation, dass ihnen nichts Besseres einfiel, als sie in ein privates Sanatorium in Boston einzuliefern. Eine Klinik für geistige und nervöse Leiden. Sie hofften, die Experten könnten ihr helfen, ihre Probleme zu bewältigen. 9 Tage verbrachte die 19-Jährige in dieser Nervenheilanstalt. Sie überzeugte die Psychiater, dass sie nichts weiter plage als Liebeskummer und ein gebrochenes Herz, wobei wohl beides schon zutreffend gewesen sein mag angesichts ihrer langen Leidensgeschichte. Trotzdem, die Psychiater entließen sie nach 9 Tagen wieder mit der Empfehlung, dass ihr ein Tapetenwechsel wohl ganz gut täte. Vielleicht aufgrund dieses Ratschlags oder aber auch nur, weil die Bank ihr Haus in Boston zwangsvollstreckte, zog Familie Faithfull Ende 1925 oder Anfang 1926 nach Greenwich Village in New York. Sie mieteten dort eine Wohnung am St. Luke's Place Nummer 12. Einer ihrer neuen Nachbarn war der damalige Bürgermeister von New York City, Jimmy Walker. Wenn euch der Treppenaufgang irgendwie bekannt vorkommen sollte, dann liegt es vielleicht daran, dass genau dort, also genau nebenan, die Außenaufnahmen der Bill Cosby Show gedreht wurden. Aber auch nach diesem Umzug änderte sich nichts. Star ließ sich nun erst recht treiben und betäubte ihren Schmerz weiterhin mit Alkohol, Drogen und Sex. Boston hatte zwar auch ein Nachtleben und düstere Ecken, aber in New York ist alles noch ein bisschen ausgelassener und frivoler, anonymer und schmuddeliger. So konnte es einfach nicht mehr weitergehen. Um für Star etwas Abwechslung zu verschaffen, buchten ihre Mutter und ihr Stiefvater eine Kreuzfahrt im Mittelmeer für sie und ihre Schwester. Die erste von insgesamt 7 oder 8 Seereisen. Am 1. Juli 1926 verließen die beiden Schwestern New York und begaben sich auf eine 9-monatige Reise. Star fühlte sich wie im siebten Himmel. Zum ersten Mal seit langer Zeit begannen sich die Wolken etwas zu verziehen. Sie liebte das Kreuzfahrtleben und sie liebte es, tun und lassen zu können, was sie wollte. Danach unternahm sie noch 3 lange Besuche in London. Woher das Geld kam, war nicht bekannt. Ihr Stiefvater hatte keine Arbeit, verdiente wie immer kein Geld und das Erbe ihrer Mutter bestand lediglich noch aus einem mit einer hohen Hypothek belasteten Haus in Centerville auf Cape Cod. Die Kreuzfahrten, die frische Luft, der Abstand und die neuen Eindrücke waren zweifelsohne heilsam und wohltuend. Dennoch konnten sie ihr dunkelstes Geheimnis weder auslöschen, noch ihren seelischen Schmerz und ihre innere Leere beseitigen. Mitte 1927, bei einem ihrer 3 London-Aufenthalte, wurde sie bewusstlos in einem Hotelzimmer gefunden. Die Diagnose lautete auf Überdosis Schlaftabletten. Sie konnte gerade noch gerettet werden. Es wird vermutet, dass dies kein Selbstmordversuch war, sondern dem Verlust ihrer Urteilsfähigkeit zuzuschreiben war, sprich, dass es eine versehentliche Überdosis aufgrund von alkoholbedingter Fehleinschätzung gewesen war.
Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass man ihr den Magen auspumpen musste. Auch nach ihrer Rückkehr warf sie sich wieder in das aufregende Nacht- und Partyleben von New York. Jetzt aber trieb sie sich vermehrt am Hafen herum, denn sie war auf den Geschmack gekommen. Sie tauchte jetzt gern auf Abschieds- oder Ablegepartys auf, sogenannten Bon Voyage-Partys, die vor dem Ablegen des Schiffes für die Reisenden und ihre Hinterbliebenen veranstaltet wurden. Irgendwie schaffte sie es immer auf einen der majestätischen Dampfer, bevorzugt einen der Cunard-Linie, wie der Olympic, der Laconia oder der Franconia, und blieb dann an Bord, wenn das Schiff auslief, und vergnügte sich dann mit den Schiffsoffizieren. Mit Alkohol, Beruhigungsmitteln und Inhalationsmitteln kam sie schon als Jugendliche in Kontakt. Aber gerade der Alkohol wurde zu einem immer größeren Problem. Die junge Frau, jetzt 21 Jahre alt, fand einfach keinen Halt im Leben. Ihr Verhalten war nichts weiter als ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit und Hilfe. Ihre Männerbekanntschaften und sexuellen Abenteuer nichts anderes als die verzweifelte Suche nach Liebe, Zuneigung und Wertschätzung. Das, was sie für sich selbst nicht empfand, versuchte sie leidvoll im Außen zu finden. Und es gab viele, die sich diesen Umstand nur zu gern zunutze machten. Im Juni 1927 jedoch verliebte sie sich das erste Mal unsterblich. Jedenfalls bezeichnete sie selbst diesen Mann als die Liebe ihres Lebens. Die Kennenlernsituation war allerdings alles andere als romantisch. Sie war wieder mal auf einem Dampfer und hatte sich, wie schon so oft zuvor, auf einen jungen Mann eingelassen, mit dem sie die Nacht durchzechte. Am nächsten Morgen musste der Schiffsarzt in ihre Kabine kommen und ihr den Magen auspumpen. Sie war komatös und nicht ansprechbar. Der Schiffsarzt rettete ihr das Leben. Dieser Mann war Dr. George Jameson Carr. Leider erwiderte er ihre Zuneigung nicht. Später sagte er wörtlich, man werde nicht romantisch bei einem Mädchen, dem man den Magen ausgepumpt hat. Dennoch scheint er sich in gewisser Weise auf sie eingelassen zu haben. Sie soll sich ihm ja an den Hals geworfen haben und es sieht ganz danach aus, als wäre er nicht ganz so standhaft geblieben, wie er es im Nachhinein aussehen lassen wollte. Wer gibt schon gern zu, sich unehrenhaft verhalten zu haben und romantische Gefühle eines hübschen, jungen und labilen 21-jährigen Mädchens für niedere Triebe ausgenutzt zu haben? Noch dazu als Arzt, der mehr als seinen Ruf zu verlieren hatte. Dennoch schien Star selbst sich in diese Beziehung hineinzusteigern oder sich gar in ihr zu verlieren. Die Beziehung war nicht, was sie sich erhoffte, und sie muss alles andere als erfüllend gewesen sein, was ihrer psychischen Gesundheit sicherlich nicht förderlich war. Die Abwärtsspirale drehte sich jetzt immer schneller. Ihr Selbsthass führte immer mehr in eine selbstzerstörerische Richtung. Die Männer, mit denen sie sich einließ, waren nicht nur auf schnelle kurze Abenteuer aus, sondern zeigten allmählich auch gewalttätige Züge. Männer mit Gewaltpotenzial. Männer, die Freude daran hatten, Frauen zu erniedrigen und zu beherrschen. Im März 1931 wurde die Polizei in ein Hotel gerufen, weil man sich über Lärm beschwerte, der aus einem der Zimmer kam. Beim Betreten des Zimmers lag Star bewusstlos und weggetreten auf dem Bett. Sie war betrunken, nackt und furchtbar zugerichtet. Am Fußende des Bettes saß ein Mann mittleren Alters, der ebenfalls stark alkoholisiert war und behauptete, er wäre Joseph Collins und die Frau wäre seine Ehefrau Marie. Sie kam sofort ins Bellevue-Krankenhaus in New York, wo die Ärzte wohl auch erstmalig den äußerst bedenklichen Gesamtzustand von Starfaceful aktenkundig machten und ihre akute Alkohol- und Drogensucht feststellten. Erst am nächsten Tag gestand sie, wer sie wirklich war und dass sie nicht wisse, wer der Mann im Zimmer gewesen war.
Am Freitag, dem 31. Mai 1931, besuchte sie wieder einmal Dr. Carr auf der RMS Franconia und verbrachte dort einige Zeit in seiner Kabine im Mannschaftsquartier. Als das Schiff ablegen wollte, bat er sie, von Bord zu gehen. Sie weigerte sich aber, das Schiff zu verlassen und musste gewaltsam von der Franconia entfernt werden. Einige Quellen behaupten, dass sie die Matrosen angefleht haben soll, sie über Bord zu werfen und zu töten. Am darauffolgenden Donnerstag, also knapp eine Woche später, dem 4. Juni 1931, wurde ihr Verhalten noch unberechenbarer als sonst. Sie fing schon mittags an zu trinken. Am Nachmittag verließ sie die Wohnung angetrunken und wurde auch nachweislich von einigen Zeugen in diesem angetrunkenen Zustand gesehen. Sie traf an diesem Nachmittag einen Bekannten, einen Dr. Charles Young Roberts, der später aussagte, er sei mit ihr von 17 bis 22 Uhr zusammen gewesen. Er habe mit ihr diese Stunden an der Schiffsbar verbracht und etwas getrunken. Gegen 22 Uhr habe er sie in ein Taxi gesetzt, damit sie zu einer anderen Party fahren konnte. Sie behauptete, zu einer Party mit Broadway-Schauspielern eingeladen worden zu sein. Der Taxifahrer fuhr kreuz und quer durch Manhattan, aber Starr konnte die angebliche Adresse einfach nicht finden. Als er sie nach dieser Irrfahrt nach Hause fuhr, erzählte sie ihrer Mutter, sie sei auf einer Party mit Broadway-Schauspielern gewesen und erwähnte auch die Namen von zwei Freunden, Brucie und Jack, die auch dort gewesen seien. Freitag, 5. Juni 1931. Der letzte Tag. Starr Faithfull verlässt um 9:30 Uhr die Wohnung der Familie Faithfull am St. Luke's Place Nummer 12 zum allerletzten Mal. Sie trägt ein hübsches, teures Seidenkleid von Lord & Taylor, Seidenstrümpfe, Mantel und Handschuhe. In ihrer Handtasche stecken $3 und sie sagt ihrer Mutter, dass sie sich die Haare wählen lassen geht. $3 entsprechen heute knapp 60 Euro. Beziehe ich die momentane Inflation mit ein, sind das dann vielleicht so 50 bis 55 Euro. Wenn man das so hört, klingt das nach einer sehr feinen Aufmachung und so, als hätte sie an diesem Tag oder diesem Abend etwas ganz Besonderes vor. An diesem Morgen des 5. Juni 1931 sieht ihre Familie sie das letzte Mal lebend. Gegen 11:30 Uhr wird sie an einer U-Bahn in Greenwich Village gesehen, wie sie sich eine Zeitung kauft. Danach geht sie zum Grand Central Terminal und lässt sich die Haare machen. Von dort geht sie dann wieder zu den Chelsea Piers, also zum Hafen, nimmt dort in einer Schiffsbar angeblich ein paar Drinks zu sich und muss dort einen Freund getroffen haben. Ob zufällig oder verabredet, ist nicht bekannt. Ein Taxifahrer sagt später aus, dass sie zusammen mit einem Mann, den sie Brucie nannte, gegen 13 oder 13:30 Uhr in sein Taxi gestiegen sei und er die beiden vom Hafen zu ihrer Adresse in Greenwich Village gefahren habe. Als sie ausstieg, sagte sie zu diesem Mann, den sie Brucie nannte, sie würden sich um 16 Uhr wiedersehen. Aber der Mann, der eine Uniform der Cunard-Linie trug, erwiderte ihr in strengem Tonfall, sie solle nicht wiederkommen. Obwohl das Taxi Star also direkt vor ihrem Haus absetzte, bestand ihre Familie darauf, dass sie nie hineingegangen sei. Was auch nicht verwunderlich ist. Denn derselbe Taxifahrer sagt später bei der Polizei aus, dass er einige Zeit später, als er zum Hafen zurückkehrte, dieselben zwei Personen wiedergesehen habe. Diesen Mann Brucie und Star Faithfull. Er beobachtete, dass der Mann die betrunkene Frau in ein Taxi setzte und den Fahrer anwies, sie nach Hause zu bringen und nie wieder zurückzubringen. Scheinbar hatte es wieder Ärger gegeben. Star wurde von der Mauretania geworfen, kurz bevor diese Richtung Bahamas ablegen wollte. Das beobachtete ein Bekannter von Star gegen 14:30 Uhr. Daraufhin setzte dieser Brucie sie wohl erneut in ein Taxi und schickte sie fort.
Der Taxifahrer tat auch, wie ihm aufgetragen. Aber da Star nicht genug Geld bei sich hatte, setzte er sie ein paar Straßen von ihrer Adresse entfernt ab. Aber auch diese Taxifahrt war vollkommen umsonst. Der Fahrer sah, wie sie sich direkt auf dem Absatz wieder umdrehte und wieder Richtung Pierce ging. Ab diesem Zeitpunkt fehlen ein paar Stunden, in denen nicht klar ist, wo sie sich aufgehalten und was sie getan hat. Zwischen 17 und 22 Uhr befand sie sich dann auf der Carmania. Dort aß und trank sie mit dem Schiffsarzt Dr. Charles Young Roberts, mit dem sie schon einen Tag vorher am Donnerstag zusammen war. Auf der Carmania aßen und tranken sie gemeinsam, bevor er sie gegen 22 Uhr in ein Taxi setzte, weil sie noch zu einer Party auf einem anderen Kuna-Dampfer wollte. Ein Polizeibeamter bestätigte später, dass er sie gegen 22 Uhr am Pier 56 in ein Taxi habe steigen sehen. Dr. Charles Young Roberts soll ihr für die Taxifahrt $1 gegeben haben, damit sie diesmal auch sicher ankam. Das ist die letzte wirklich bestätigte Sichtung von Star Faithfull. Danach war sie verschwunden. Es konnte bis heute nicht rekonstruiert werden, wo Star in den nächsten 2 Tagen gewesen ist, wen sie getroffen hat und was sie getan hat. Fest steht nur, sie kam nicht mehr lebend nach Hause. Einen Tag später, am Samstag, erstattete ihr Stiefvater Stanley Vermisstenanzeige. Aber da auch schon der Polizei bekannt war, dass da schon öfter längere Zeit verschwunden war, sah sie keine Dringlichkeit, sofort nach ihr zu suchen. Erst am Montag, dem 8. Juni 1931, fand ein Strandräuber morgens gegen 6.30 Uhr ihre Leiche an einer einsamen Stelle von Long Beach in einem Algenhaufen. Sie trug immer noch ihr teures Sommerkleid von Lord & Taylor, in dem ihre Familie sie am Freitag zuletzt gesehen hatte, und ihren Strumpfgürtel, aber keine Unterwäsche. Es fehlten Mantel, Handtasche und ein Schuh. Ihre Kleidung und ihr braunes Haar waren mit Sand verkrustet. Ihre Nägel waren rot. Ihr Körper wies zahlreiche Prellungen und Abschürfungen auf. Sie wurde in die Leichenhalle von Nassau County gebracht, wo sie am Abend von ihrem Stiefvater als Star Faithfull identifiziert wurde. Die Autopsie ergab, dass sie ertrunken war. Und in ihrem Blut wurden mindestens 3 verschiedene Barbiturate gefunden. In einer Dosis, die zwar nicht zum Tod hätte führen können, aber sie schon hätte wegtreten und bewusstlos werden lassen können. Der Pathologe ging davon aus, dass sie in seichtem Wasser ertrunken ist, nicht in den Tiefen des Ozeans. Aufgrund seiner Untersuchung vermutete er, dass hier durchaus auch nachgeholfen worden sein konnte. Außerdem steht im ersten Autopsiebericht, dass sie vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte. Er konnte aber nicht zweifelsfrei bestätigen, ob erzwungen oder freiwillig. Aufgrund der vielen Hämatome in ihrem Körper und in ihrem Gesicht ging man zuerst aber von Totschlag aus. Obwohl keine Anzeichen von Abwehr gefunden wurden, auch das Kleid war noch tadellos intakt. Aber durch die vielen Betäubungs- und Schlafmittel in ihrem Blut wunderte das niemanden wirklich. Nun wurde sofort eine Untersuchung eingeleitet und man rekonstruierte ihre letzten Tage vor ihrem Tod. Die Polizei versuchte händeringend, diesen Brucey und diesen Jack ausfindig zu machen, was ihnen leider nie gelang. Es wurde zwar immer wieder ausgesagt, dass dieser Brucey eine Uniform von einem Ozeandampfer der Cunard-Linie getragen haben soll, aber auf diesem Schiff hieß niemand so. Er konnte jedenfalls nicht gefunden werden. Es meldeten sich Zeugen und sogenannte Informanten der Polizei, die unterschiedliche Aussagen gemacht haben, wo sich Star Faithfull nach ihrer letzten bestätigten Sichtung Freitagabend gegen 22 Uhr aufgehalten haben soll. Aber diese Aussagen waren alle sehr vage und brachten die Ermittler auch nicht wirklich weiter.
Als sie ihr Zimmer am St. Luke's Place durchsuchten, fanden sie ein Tagebuch. Und was sie in diesem Tagebuch lasen, gab den Ermittlungen eine ganz neue Wendung. Starface Full schrieb seit ihrem 11. Lebensjahr täglich und sehr ausführlich in allen Einzelheiten, was sich in ihrem Leben abgespielt hatte. Die Beamten erfuhren all die schrecklichen Dinge, die ihr ein Mann namens A.J.P. angetan hatte. Ausführlich schilderte sie die Begebenheiten des regelmäßigen Missbrauchs, wie es dazu kam und wie dieser im Detail ablief. Dass ihr dieser Mann Betäubungsmittel gab und sie über die Jahre von Substanzen abhängig machte. Außerdem war dieses Tagebuch Zeugnis ihrer Abhängigkeit von diversen Substanzen. Sie schrieb wörtlich, dass sie zu viel trank, um Menschen zu mögen, dass sie Beruhigungsmittel nahm, um zu vergessen, und dass ihre wechselnden Männerbekanntschaften die Suche nach ein bisschen Glück waren. Mindestens 19 dieser Männer tauchten in ihrem Tagebuch auf. Auch erzählte sie ihrem Tagebuch von ihrer unerfüllten Liebe zu einem Schiffsarzt, wie unglücklich sie sei und dass sie mit dem Gedanken spiele, sich das Leben zu nehmen. Sie schrieb wörtlich: Bevor ich das Leben eines anderen ruiniere. All das ergab für die Polizei nun ein vollkommen anderes Bild. Nun gingen sie von Selbstmord aus und machten sich nicht weiter die Mühe zu ermitteln. Dass Star psychische Probleme hatte, war klar und ein Selbstmord nachvollziehbar. Sie schlossen den Fall ab. Entweder war es Selbstmord oder Unfall unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Familie Faithful ging auf die Barrikaden. Sie war überzeugt, dass ihre Tochter umgebracht wurde und gingen damit sogar an die Öffentlichkeit und erzählten der Presse, dass ein hochrangiger Politiker sie habe zum Schweigen bringen wollen. Und das, obwohl sie bis dahin jede Publicity scheuten. Sie untermauerten ihre Anschuldigungen damit, dass ihre Tochter eine gute Schwimmerin gewesen sei. Jahre zuvor war sie sogar Kapitän ihrer Schwimmmannschaft an der Roger Hall Academy. Sie wäre nie einfach so ertrunken. Das konnte die Polizei natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie warfen der Familie vor, Beweise zurückgehalten und nicht mit der Polizei zusammengearbeitet zu haben. Und jetzt kam das eigentlich Ungeheuerlichste zum Vorschein. Dass die Familie Faithful schon seit Jahren von den Vergewaltigungen und dem Missbrauch ihrer Tochter wusste, damit aber nicht zur Polizei gegangen waren oder Anzeige erstattet haben, sondern Andrew James Peters, AJP, den ehemaligen Bürgermeister von Boston und Kandidat für den Posten des Gouverneurs von Massachusetts, jahrelang mit ihrem Wissen erpresst hatte. Es gab sogar eine schriftliche Vereinbarung, die er den Ermittlern auch vorlegen konnte, die besagte, dass Peters $20.000 Schweigegeld gezahlt hatte. Heute rund 340.000 Euro. Denn sollte dieses Verbrechen ans Licht kommen, wäre seine politische Karriere am Ende. Und wahrscheinlich nicht nur die. Insgesamt soll er der Familie Faithful über die Jahre sogar bis zu $90.000 gezahlt haben. Heute wären das rund 1,5 Millionen Euro. Es war im Prinzip das einzige Geld, das die Familie Faithful all die Jahre einnahm. Durch ihr Schweigen. Natürlich gaben sie einen Teil des Geldes für psychiatrische Hilfen aus, für Reisen und sogar für einen Sexualtherapeuten. Aber hauptsächlich lebte die Familie von diesem Geld. Und forderten immer mehr. Es kam heraus, dass Stanley Faithful sogar noch am Sonntag, während seine Stieftochter schon vermisst wurde, Andrew Peters einen Brief schrieb, in dem er weiteres Geld forderte. Auch eine Aussage ihrer Schwester Tucker ließ die Beamten aufhorchen. Sie sagte nämlich, sie sei froh, dass ihre Schwester tot sei. Nun könne sie Frieden finden.
und dass es Leute gebe, die auch sehr froh über ihren Tod wären. Nachdem der Termin schon feststand, stoppte der Bezirksstaatsanwalt die Einäscherung im letzten Moment. Vielleicht steckte doch mehr hinter diesem Fall, als auf den ersten Blick ersichtlich war. Es wurde eine zweite Autopsie durch einen anderen Pathologen angeordnet. Dieser kam in der Hauptsache zum gleichen Ergebnis. Star ist ertrunken, in seichtem Wasser. Barbiturate im System, keine Abwehrspuren, aber Anzeichen von körperlicher Gewalt. In der ersten Autopsie hieß es, sie sei mindestens 48 Stunden im Wasser gelegen. In der nun zweiten Autopsie hieß es höchstens 10 Stunden. Außerdem ging der zweite Gerichtsmediziner davon aus, dass eine Vergewaltigung vor ihrem Tod stattgefunden hatte. Der Gerichtsmediziner sagte, für ihn sehe es danach aus, als hätten mindestens ein Mann das Opfer so lange unter Wasser gedrückt, bis es tot war. Die Akte wurde wieder geöffnet. Und nun wurde der ganze Fall von allen Seiten beleuchtet. Alle Zeugen wurden noch einmal befragt, jeder Sichtung noch einmal genau nachgegangen. Alle Männer mit Namen Bruce oder Jack durchleuchtet. Entweder hatten alle ein Alibi oder kamen aus anderen Gründen nicht in Frage. Andrew Peters bestritt natürlich jede Beteiligung an Stars Tod. Den Missbrauch hat er nie zugegeben, aber auch nie abgestritten. Die Tatsache, dass es seinerseits Geldzahlungen an die Familie gab, bewies auch nichts. Weder den Missbrauch, noch dass er für ihren Tod verantwortlich war. Es gab zwar eine ziemlich glaubhafte Zeugenaussage, die besagte, dass Star Faithfull in der Nacht zu Samstag in einem Hotel etwas außerhalb der Stadt gesehen wurde, allerdings eben nur das. Sie wurde gesehen. Sie wurde in Begleitung eines Mannes gesehen, mit dem sie sich gestritten haben soll. In diesem Hotel. Dieser Mann sei dann kurz weg gewesen und als er wiederkam, war Star verschwunden. Sie soll mit anderen Männern das Hotel verlassen haben. Die Identität dieser Männer konnte nie ermittelt werden. Und ob es wirklich Star war, war auch nicht wirklich klar. Was diese Sichtung allerdings so interessant machte, ist, dass dieses Hotel ein beliebter Treffpunkt für Alkoholschmuggler und Gangster war. Es heißt, soweit das Auge blicken konnte, war alles voll von dieser Art Leuten. Sollte sie also wirklich dort gewesen sein, war das sicherlich nicht ungefährlich. Dazu kommt, dass man herausfand, dass jemand genau aus diesen Kreisen hinter das Familiengeheimnis gekommen war und entweder Andrew Peters oder die Familie Faithfull damit erpresst hat oder erpressen wollte. Die Polizei war jedoch nie in der Lage, eine wirkliche Verbindung herzustellen. Nichts von allem, was man bisher mit Sicherheit wusste, brachte die Polizei weiter. Es gab einfach keine handfesten Anhaltspunkte, an welcher Ecke man nun wirklich suchen sollte. Der ganze Fall war sehr verworren. Es konnte nie geklärt werden, was mit Star in den Stunden zwischen Freitagabend 22 Uhr und dem Auffinden ihrer Leiche am Montag um 6.30 Uhr passiert war. Die Ermittlungen wurden wieder eingestellt. Und es wurde nie abschließend geklärt, ob ihr Tod ein Unfall, Selbstmord oder Mord bzw. Auftragsmord war. Andrew Peters wurde nie angeklagt. Berichten zufolge erlitt er während dieser Zeit mehrere Nervenzusammenbrüche. Und auch danach blieb ihm das Unglück hold. Zwei seiner Söhne starben 1932 an Polio. Ein weiterer Sohn starb 1933 bei einem Autounfall. Andrew Peters selbst starb am 26. Juni 1938 mit 66 Jahren an einer Lungenentzündung. Teile der Polizeiakte sind heute verschwunden, verloren gegangen. Und auch das Tagebuch soll vernichtet worden sein. Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass dieses Drama das gefundene Fressen für die Boulevardpresse war.
Zu dieser Zeit fegte eine Hitzewelle hinweg über New York. Es gab wenig, was sich als Schlagzeile eignete, und so schlachteten die Medien diese Geschichte gnadenlos aus. Was hätte sich besser für die Titelseiten des Sommers 1931 eignen können, als eine junge, hübsche, von ihren eigenen inneren Dämonen getriebene Frau aus einer exzentrischen Familie der Upper Class mit besten Beziehungen, die dem Sumpf aus Sex, Drogen, Geld, Gier und Lügen so dramatisch und so elendig erliegt? All das wurde an die Oberfläche gespült und viel Dreck wurde aufgewirbelt. Jede noch so kleine Anekdote veröffentlicht, Familien im Innersten erschüttert, Reputationen zerstört, Gerüchte gestreut, Schuld zugewiesen, verurteilt. Doch eines spülte all das bis heute nicht an die Oberfläche: den wahren Grund für ihren Tod.